Hey Leute, ich dachte mir, ich erzähle euch heute mal was über meinen Abi-Fez und über unseren Abi-Ball, also beziehungsweise über unsere Planung, weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich hinter sowas steckt. Also ja, wir haben bei unserem Abi-Ball haben wir uns in verschiedene Komitees eingeteilt und durch Arbeitsteilung wird das halt alles viel einfacher, als wenn 5 Leute wirklich nur alles machen. Und ja, ich bin im Abi-Ball-Komitee und das ist auch nochmal unterteilt in verschiedene Sachen, also zum Beispiel in Deko und in Essen und Getränke zum Beispiel. Also wir haben auch so eine Firma, die für uns Cocktails macht und sowas. Und Technik natürlich. Ja, und ich bin in Essen und in Deko. Und in dem Essenskomitee gab es wirklich erst so richtig Stress irgendwie, weil ja, jeder hatte halt was rausgesucht und jeder fand natürlich seins am besten. Und dann war es halt auch noch mit dem Preis, weil es durfte nicht so teuer sein, weil wir natürlich auch nicht so viel Geld haben. Und die Eintrittskarten wollten wir halt auch nicht so teuer machen wie andere Schulen. Also ich habe schon von Schulen gehört, da kosten die irgendwie 50 Euro oder 90 Euro. Und wir haben uns gesagt, okay, wir bleiben unter 20 Euro, weil das ist auch am schönsten einfach für die Eltern auch. Weil es wäre ziemlich blöd, wenn das irgendwie scheitert daran, dass manche nicht kommen können, weil sie einfach dieses Geld nicht aufbringen können. Ja, und dann haben wir uns aber doch noch dann nach vielen Diskussionen für einen entschieden. Und da sind jetzt auch wirklich alle mit zufrieden. Und da hatten wir auch schon Probeessen in der Schule. Und ja, so teuer ist er auch nicht. Das ist natürlich für uns auch was Wichtiges gewesen. Und ja, beim Deko-Komitee ist es natürlich schwer, sich für eine Farbe zu entscheiden, also in was für Farben. Wir wollten so eine 3-Farben-Kombi machen und dann ist die Frage, was für Farben, und irgendwie soll es ja auch ein bisschen zum Abi-Motto passen, und dann soll sich das auch nicht mit den Ballkleidern beißen, also mit den Farben von den Ballkleidern, also worüber Mädchen halt sich so Sorgen machen. Und ja, sonst über die Deko, also was machen wir zum Beispiel an die Decke, was machen wir an die Wände, und machen wir Blumenbestecke, Gestecke, oder hängen wir Luftballons auf, oder machen wir so Luftballons, die mit Helium gefüllt sind, oder ja, sowas halt. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz so weit, aber es sieht alles ziemlich gut aus, und natürlich haben wir dafür auch nicht so viel Geld. Das heißt, darauf müssen wir auch wieder achten, und das ist echt viel Arbeit, da die ganzen Preise zu vergleichen und den günstigsten zu finden. Und dass es auch noch allen gefällt, weil natürlich soll der Abiball nicht nur den 5 Leuten gefallen, die jetzt da in diesem Komitee waren, sondern halt allen aus der Stufe. Und das ist schon echt schwer, von 125 Leuten den Geschmack zu treffen. Ja, aber ich denke schon, dass wir das alles schaffen, und beim Essen haben wir es ja, ist auch uns schon gelungen, und beim Abi-Motto soweit auch, und deswegen mache ich mir da nicht so große Sorgen, wir schaukeln das schon irgendwie. Ja, und zum Abi-Fez, ja, da ist natürlich noch alles ziemlich geheim, und wir geben natürlich auch noch kein Datum bekannt, ist ja klar, das soll ja eine große Überraschung sein. Auch der Abi-Fez hat sein eigenes Komitee, und da ist natürlich auch Musik, dann noch vom Programm her. Wir wollen das Programm natürlich für die jüngeren Schüler sehr ansprechend gestalten, damit sich keiner langweilt und damit wir wirklich alles schön feiern können. Das letzte Mal für uns an dieser Schule. Und soll halt wirklich eine große Party für Groß und Klein werden. Und dass die 12er, die 11er wie die 5er alle gleich viel Spaß haben. Und da arbeiten wir wirklich hart dran. Und natürlich können wir nicht allen es recht machen. Das ist auch einfach zu viel verlangt von
ich weiß nicht, wie viele auf unserer Schule sind, 1000 Schülern oder so, von allen den Geschmack zu treffen, das geht einfach nicht. Aber wir stecken da wirklich viel Arbeit rein und wir hoffen, es gefällt allen. Und mit diesem Video will ich euch einfach nur mal wissen lassen, dass in sowas echt viel Arbeit steckt. Also falls ihr an einer anderen Schule seid und vielleicht manchmal dieser Abi-Fails nicht so toll für euch ist, weil ihr denkt, da fehlt irgendwas oder weil die Musik für euch nicht so toll war oder sowas, dann bedenkt immer, dass wir Oberstufenschüler, wir machen uns da echt Gedanken drum. Wir sitzen Monate vorher da dran und versuchen es so schön für euch wie möglich zu machen. Und wir haben ja auch noch, wir müssen uns ja auch noch auf unser Abi vorbereiten. Also wir haben ja nicht nur den Abi-Fails im Kopf und den Abi-Ball, sondern wir müssen natürlich auch erstmal das Abitur bestehen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr, also ich würde euch bitten, ihr seid nicht zu streng mit uns Oberstufenschülern. Wir versuchen das Allermöglichste, um euch einen super schönen Tag zu machen. Und ja, das war's auch schon. Also mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Und ja, diese Woche ist, also heute, wo das Video rauskommt, ist bei uns Weiberfastnacht und ich werde mit meiner Mutter auf die Weibersitzung bei uns gehen und mal richtig schön feiern. Und natürlich nehme ich meine Kamera mit und begleite das alles für euch. Das heißt, nächsten Donnerstag kommt dann mein Karnevalsvideo aus ein paar zusammengeschnittenen Szenen von dort und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, vielleicht an mich als Oberstufenschülerin, dann schreibt mir die einfach unten in die Kommentare. In der Infobox findet ihr noch mein Social Media und noch den Link zu meinem letzten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Oh Gott, habe ich heute einen Sprachfehler. Ja, da geht es um meine Lieblingsfilme und um meine Lieblingsserien. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss!